Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Puzzle & Dragon Z. Wir sind nach wie vor in der letzten Welt und schnappen uns jetzt einfach mal Ryo, der sich mittlerweile anscheinend auch verwandelt hat. Sehr gut. Ja, ernsthaft. Gut. Nervige Kackidioten sind also auch am Start. Wir machen es uns mal ein bisschen leichter. Auch wenn es Wassergegner sind und deswegen nicht ganz so viel Schaden nehmen sollten. Das macht uns trotzdem etwas angenehmer hier. Weg! Und wir bekommen sogar ein Ei. Damit können wir unser Wasserdrachen weiter verstärken. Okay, rechts lang wäre schlau. Also lila. Kommt ernsthaft noch eine Lichtkombo dazu. Ich will doch nur abbiegen. Na also, hier. Danke. War das jetzt so schwer? Einfach rechts abbiegen? Oh Gott, jetzt brauche ich wieder einen Flaming Breath. Aber zum Glück haben wir diesen Flaming Breath überhaupt. Ohne den wird es, glaube ich, recht schwer werden. Beziehungsweise recht lang dauern, hier überhaupt durchzukommen. Bei den ganzen, ich halt 55 Schläge aus Viechern. Ja, komm, scheiß drauf. Ich habe den jetzt zwar schon halb besiegt, aber ganz ehrlich, das tue ich mir jetzt nicht an. Nimm den Burning Bird und weg. Okay, was soll ich bei dir machen? Eliminiere 5 auf einmal und eliminiere 6 davon. So. 5 auf einmal sieht gut aus. Haben wir nämlich. Und die 6 schaffen wir auch. So. Okay, die kann ich so besiegen. Da kann ich mit dem Burning, Flaming Breath, wie auch immer, Burning Breath heißt, glaube ich, aufheben. Für den nächsten ich halt 50.000 Angriffe aus Gegner. So, so, so. Sollte schon fast reichen. Ne, sollte eigentlich sogar reichen. Ja, weg. Und da ist wieder so ein Kackgegner. Burning Birds und weg ist er. Oh, ohne den würden wir, glaube ich, 12 Stunden länger sitzen an dem Level. Bin ich echt glücklich, dass wir den gekriegt haben. Ja, beziehungsweise, dass wir das haben. Den Burning Birds überhaupt. Und ja, noch sehr effektiv gegen die Pflanzenviecher sind. Ist, wie auch immer. Der nächste Versus-Kampf. Alles außer Wasser stirbt. Gibt eine Menge Chips, die wir nicht mehr gebrauchen können. Aber gibt auch einen gewonnenen Kampf. Wir nähern uns dem nächsten Boss. Einen Kampf sollte es noch geben. Ja, und da brauchen wir auch gleich wieder einen Burning Breath. Den wir jetzt haben sollten nach der Kombo hier. Jawohl. Dann lass mich durch. Ich will deinen Chef besiegen. Bosszeit. Okay, das scheint die Weiterentwicklung von dem Rechten zu sein.
Aua, das tut recht weh. Machen wir mal einmal so, dann sehen wir, wie viel du verlierst. Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Es gefällt mir, dass die hier alle so eine krasse Feuerschwäche haben. Da kommt man dann mit dem Burning Breath echt gut durch. Boss geschafft! Leider hat er kein Lächeln für die fürs Thumbnail gemacht, aber vielleicht der nächste Boss, der den Wald dann wahrscheinlich abschließen wird. Normalerweise haben wir im ersten Level, im letzten Bosskampf immer den jeweiligen Anführer da getroffen. Also, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine mit Anführer-Dingens, ne? Enigma-Mitglied da. Und diesmal ist es ja quasi der Anführer an sich. Wie hießen sie, Enigma? Ich vergesse den Namen jedes Mal, ist mir auch egal. Diesmal sollte es ja der Anführer höchstpersönlich sein. Die Frage ist, treffen wir ihn jetzt auch schon hier im ersten Gebiet? Weil wenn ja, dann könnte der uns ja eigentlich direkt vernichten. Beim letzten Mal kam uns ja nur diese komische Spezialeinheit zur Hilfe. Aber er ist jetzt ja wieder in Vollbesitz seiner Kräfte, weshalb die Spezialeinheit wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel gegen ihn ausrichten könnte. Also, wenn es jetzt logisch betrachtet wird, okay, die Frau hat die Welt geholfen, die Welt zu vernichten, weil sie eine Katze retten wollte. Das ist auch nicht unbedingt logisch, aber wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann sollte eigentlich hier, ne, das unser Ende direkt sein. Weil wir haben die Kraft des Lebensdrachens ja noch nicht. Aber man weiß ja nicht, wie es hier laufen wird. Oh, jetzt ist das ein Standardgegner. Finde ich nicht so geil. Helfe ich mir mal ein bisschen aus. So. Das nächste Ei. Und du kannst auch nach Hause gehen. Kommt schon wieder so einer. Hm. Scheint jetzt wirklich ganz normale Standardgegner zu sein. Gerade eben noch Boss, jetzt schon Standardgegner. So schnell kann man deklassiert werden, nachdem man einmal von mich besiegt wird. Von mich besiegt wird. Von mir besiegt wird. So, so. Und so. Ja, den besiegen wir so. Erstmal den Stift fallen lassen. Das könnte heute übrigens auch eine der letzten Aufnahmesessions mit meinem normalen 3DS sein. Also mit meinem stinknormalen alten Kackding. Den ich ja seit Release habe. Vorbestellt damals sogar, damit man auch auf jeden Fall kriegt. Den besitze ich hier immer noch und den habe ich in die Capture Card einbauen lassen. Weil damals zumindest beim europäischen Händler nur die normale 3DS Capture Card gab und die 3DS XL Capture Card noch nicht existierte. Ja, denn mein New 3DS XL wurde am heutigen Tage losgeschickt. Natürlich dauert es aus Japan ein paar Tage, bis der hier ist. Aber er wurde losgeschickt und das bedeutet, ja, ich denke mal so nächste Woche oder so könnte der da sein. Dann wird es auch mit Codename Steam weitergehen im Let's Play. Also wenn ihr das hier seht, dann ist die Woche schon rum. Das kann ich sagen. Ich habe bestimmt 8 Parts oder so im Voraus aufgenommen. Dann geht es auf jeden Fall mit Codename Steam dann auch weiter. Weil dann kann ich endlich den Amiibo-Support nutzen. Und dann, wenn in Zukunft nochmal solche Spiele in dieser Art hier rauskommen sollten, dann habe ich es halt auch einfach einfacher. Aus dem Grund, weil ich dann halt einen größeren Bildschirm habe, wo ich dann halt auch die Dingens drauf bewegen kann. Die Sphären und so weiter und so fort. Ich freue mich drauf und ja, er ist dann endlich da. Endlich. Ist ja nur 3 Monate her, dass ich ihn bestellt habe. So. Okay, wir sind jetzt noch 2 Kämpfe vom Boss, glaube ich. Ihr könnt mich mal. Den Kampf können wir einfach mal skippen mit dem Burning Breath. Und hier gibt es noch einen
Ah, noch so ein Ding. Okay, ich habe jetzt gerade keinen Burning Breath bereit. Aber dafür einen guten Angriff. Den habe ich bereit. Sollte eigentlich schon für 4 von denen reichen, ne? Ne, nur für 3 leider. Ja, dann brauche ich jetzt noch keinen Burning Breath mehr verschwenden. Den hebe ich mir lieber für den Boss auf. Dann mache ich die beiden einfach so platt. Na also. Och, jetzt gibt's davor ernsthaft noch einen Kampf? Ja, Schlag. Für mich auch. So, Burning Breath. Oh, die können heilen und die halten so viel aus. Oh, warum muss man mir sowas nochmal vor dem Boss präsentieren? Das ist doch absolute Dreckskacke. Scheißviecher! Geht bitte in den Boden versinken und sterbt. Ich vergifte dich und die andere heilt dich dann und dann stirbst du langsam vor dich hin. Feuer frei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf die, dass die weggeht. Bevor die gleich anfängt, die wieder krass rumzuheilen. Aber es reicht natürlich nicht. Es reicht lange nicht. Und jetzt kommt die verpackte Heilung. Ich hasse dich! Die sind fast wieder. Die sind wieder voll! Die werden hier sterben. Das werde ich nicht schaffen. Diese Kackviecher sind voll overpowered Kacke. Alter, und jede Runde kriegen wir Damage. Die Vergiftung hört erst auf, sobald wir die Gegner besiegt haben. Wir werden sie nicht besiegen können, weil die sich ewig wieder hochheilen. Boah. Wir sind nächste Runde tot. Nochmal ein Burning Breath. Alles dafür tun, dass die Heiltussi stirbt. So, und am besten jetzt hier selber noch eine kleine Heilung anordnen. Damit wir eine Runde länger überleben. Okay, und jetzt alles dafür tun, dass die stirbt. Alles. Wenn man sich dabei noch heilen kann, ist es auch nicht schlecht. Die stirbt einfach nicht! Aber sie heilt sich zum Glück auch gerade nicht. Oh Gott! Lass das sein! Ich habe keine Heilung mehr da, ne? Jetzt haben wir ein großes Problem. Da kriege ich doch noch eine Heilung zusammen. Aber reicht die? Ja, die reicht zum Glück. Ah, die reicht aber nicht, um den Scheißviech da zu besiegen. Fuck, fuck, fuck. Und jetzt haben wir echt keine Heilung mehr. Was kannst du? Lässt alle Angriffe deiner Monster für einen Dorfen zu Gruppen angegriffen werden. Brauche ich hier nicht. Zehnfachen Schaden. Angriff. Angriff. Verteidigung. Angriff. Hm. Ich muss eine Heilung zusammenkriegen, sonst sind wir hier eh weg. Und ich hab's nicht zusammengekriegt. Wir sterben! Tot. Keine Chance gegen die Vollidioten. Keine Chance. Wow. Und das war doch nicht mal der Boss. Der Boss kam erst danach. Ich hätte also quasi mit null Leben zum Boss gemusst, wenn ich es nicht geschafft hätte. Wie zum Teufel hat man sich das denn vorgestellt? Wie soll ich das denn... Oh Mann! Jetzt so kurz vor Beschluss und ich schaff's nicht mehr? Hier kann man halt auch nicht so wie bei Mario Bros. Edition einfach mal schnell Krölzus farmen. Und dann ist man innerhalb von ein paar Sekunden so stark, dass man es dann locker schafft. Sondern nein, das ist ja so ein Kackstreck hier. Hasse euch alle. Moment, hier gibt es ja viele Pflanzengegner. Das heißt, wir können unser Team zumindest mal darauf ausrichten, dass Feuer vorne ist und somit nochmal ein bisschen verstärkt wird. Und jetzt... Nein! Nicht Nick! Oh Gott! Oh, jetzt ist kein Feuer...
Kamerad mit dabei ist, doch zum Kotzen, nehmen wir Aroma mit. Oh. Jetzt wird's noch schwerer. Ja, wow, ihr Scheißviecher. Was soll ich denn jetzt... Oh, ja. Warum kommt denn so ein Scheiß jetzt? Wollt ihr heute fertig aufnehmen, aber das geht für nichts. Das wird wohl nichts. Eigentlich vor heute Puzzle and Dragons Set fertig aufzunehmen. Morgen Splatoon wieder ein paar Multiplayer-Parts auf Vorrat. Also für euch ist das wie ganz weit in der Vergangenheit. Ich kann ja mal meine Pläne erzählen, weil ich sonst eh nichts zu erzählen habe. Mein Plan war eigentlich heute wieder Puzzle and Dragons Set fertig aufzunehmen, nachdem ich gestern Mario Bros. Edition fertig aufgenommen habe. Danach dann Dingens. Morgens Splatoon aufzunehmen und am Wochenende, wenn ich da Zeit habe, das weiß ich nämlich momentan noch nicht so genau, ob ich da Zeit haben werde. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, dann... Ich hasse euch alle, dann gehen wir den roten Weg, mir doch egal. Wenn ich am Wochenende dann Zeit hätte, dann wäre am Wochenende Star Fox Soul dran gewesen und dann halt Code im Steam, wie gesagt, sobald meine New 3DS, mein New 3DS mit Capture Card ankommt, so. Das war der ursprüngliche Plan. Aber sieht halt gerade schlecht danach aus, dass ich das hier noch schaffen werde. Wenn das auf dem Schwierigkeitsgrad hier bleibt. Wow. Okay, solange sie alle Charge machen, ist das super. Machen sie aber leider nicht. Okay, ist doch nicht super, weil jetzt greifen sie alle mit verstärkter Stärke an. Ich dachte, ich krieg da jetzt noch ein bisschen für die Angriffe ein paar Fähigkeitenpunkte dazu. Okay, immerhin sind alle außer den grünen besiegt. Der hat keinen Charge gemacht. Der macht jetzt hier seinen Doppelschlag. Das kann er von mir aus gerne machen. Aber weg ist er jetzt trotzdem. Puh, dass wir den starken Pflanzen trifft alle Angriff gemacht haben. Der hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Okay, und gut, dass wir den Burning Burst nicht in der letzten Runde verschwendet haben. Wir brauchen hier nämlich 15 Mal stärker. Und wieder voll geheilt. Läuft nach wie vor nicht ganz so scheiße, bis wir wahrscheinlich wieder bei dem Kampf ankommen, wo wir eben waren. Dann wird wahrscheinlich wieder Schluss sein. So. Fast. Aber jetzt ist er gleich weg. Sollte reichen. Gut, immer noch Full Life. Jetzt kommt hier nochmal der Versus-Kampf. Bei dem ich jetzt einen Burning Burst verschwinden werde. Danach kommen wieder die beiden Kackfeen. Bei denen dann das Problem wieder auftauchen wird. Wie kriegen wir die platt? Na komm, schmeißen wir vor die Nase. Oh Mann. Was zum Teufel, wie? Wie soll man das machen? Ich brauche jetzt hier eigentlich die Ober-Mega-Monster-Kombo. Aber die kommt ja leider nicht. Wir sind vergiftet, das ist nicht so schön. Ah.
Sie setzt ihre Heilung noch nicht ein. Sie hat beim letzten Mal die Heilung aber auch nur einmal eingesetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann sie das auch nur einmal einsetzen. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ist halt auch möglich. Aber wir sind nächste Runde tot, wenn wir uns jetzt nicht heilen. Also, Heilung hat Vorrang. Und der Angriff ist gar nicht mal so schlecht. Oh Gott! Okay, jetzt kommt's. Burning Breath, Nummer 1. Burning Breath Nummer 2. Dann sind wir hier ohne Heilung durch. Also ohne Heilung von ihr zumindest. Und dann machen wir so. Schöne Kombo, heilen uns so vor, dass wir ihren nächsten Angriff überleben. Wir müssen uns jetzt echt jede Runde heilen, das ist nicht so geil. Oh, kann er nicht einfach sterben? Vor allem kriegen wir jede Runde mehr Damage, als wir heilen können. Und wir können uns jetzt nicht mehr heilen. Scheiße, wir müssen ihn jetzt vernichten, sonst ist vorbei. Warum ist denn das so übertrieben schwer? Reicht das? Das sollte reichen, ne? Komm schon! Stirb! Ah! Okay, jetzt kommt erst der Boss. Fuck. Ahaha, schön, dich endlich wiederzusehen, Struwwel. Nochmal. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte nicht, dass du es so weit schaffen würdest. Aber hier ist dein Weg zu Ende. Dogmas Garde, meine Elite-Einheit ist im Avalon-Gebiet. Alle Soldaten in Dogmas Garde sind gestandene Drachenzähmer. Jeder einzelne von ihnen ist so stark wie alle Mitglieder von Genius zusammen. Was? Ich würde hier gern sofort mit euch kämpfen, aber ich habe andere Dinge zu erledigen. Ich könnte zwar das Problem jetzt direkt beseitigen, aber ich lasse euch lieber noch eine Chance. Logos, zeig dich! Ich bin hier, Meister Dogma. Logos, zeig Struwwel, zu was Dogmas Garde in der Lage ist. Jawohl, Meister. Ich werde inzwischen die letzten Vorbereitungen in Abtrampschloss treffen. Struwwel, spüre die Macht von Dogmas Garde. Moment mal, Dogma. Was meinst du mit letzter Vorbereitung? Hier spielt die Musik, Struwwel. Ich weiß, dass du Genius besiegt hast und zum Drachenmeister geworden bist. Du hast große Stärke bewiesen. Mit dieser Stärke könntest du das bei Paradox in kürzester Zeit zu einem führenden Mitglied aufsteigen. Hättest du es nicht auch für eine Verschwendung deiner Fähigkeiten für die Ranger einzusetzen? Wäre es nicht reizvoller, sich Dogma anzuschließen? Auf keinen Fall. Nur ein Narr würde ein solches Angebot ablehnen. Du lässt mir keine Wahl. Graviton Earth Dragon, demonstriere Struwwel die Macht von Dogmas Garde. Wer der Erstschlag? Zwei Runden haben wir Zeit, um einen Angriff von ihm zu überleben. Als erstes haben wir auf jeden Fall hier Burning Breath raus. Wir können uns ja nicht heilen mit der Fähigkeit. Wow. Okay. Wir haben es geschafft! Was war das denn für ein Loser? Sorry, aber was war das denn? Okay. Ich habe verloren und das ohne, dass du überhaupt angegriffen hast? Das ist die Stärke eines Drachenmeisters, der Genius besiegt hat. Ja, oder eines Burning Breath. Wow. Okay, immerhin haben wir was geschafft in diesem Part. Immerhin das. Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ach nee, es kommt ja noch die Nachbesprechung. Sorry. Vergessen. Na, Captain, wo sollen wir als nächstes hin? Das nächste Gebiet vermutlich. Ihr habt nur eins weit erfolgreich gequert. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet, Struwwel. Ich gewährt von hier aus den Todessumpf und begebt euch zum Albtraumschloss Avalon. Ich gehe davon aus, dass Paradox im gesamten Avalon-Gebiet in höchster Alarmbereitschaft ist. Versucht daher nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Struwwel, Sarah, Nick, ihr beide solltet euch aufteilen.
Ihr beide? Stand er eben beide? Ich glaube nicht. Paradox steht hier sicherlich als ernstzunehmende Bedrohung an. Captain, wohin sollen wir als nächstes gehen? Das Grab des ewigen Rasts bietet sich als nächstes Ziel an. Ha, oh, Sarah, sag bloß, du bist dir vor dem Namen Angst machen. Du lässt dir vor dem Namen Angst machen. Sarah? Mann, Nick, wie kann man nur so unsensibel sein? Na nun, Stroh, wir jagen Geister, keine Angst. Gehen wir zum Grab des ewigen Rasts. Ist vielleicht jedes Level in diesem Gebiet einem bestimmten Element gewidmet? Das erste war ja Pflanze. Und da es jetzt ein Sumpf ist, kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt quasi Wasser kommt. Also quasi wie die Gebiete. Das erste Gebiet war ja ein Pflanzengebiet, das ist vom Pflanzendrachen. Das heißt jetzt, das zweite war Wasser, das dritte war Feuer, das vierte Finster ist das letzte Licht. Und vor Dogmas Schloss gibt es ja quasi auch nochmal 5 Gebiete. Kann durchaus sein, dass jedes Gebiet einem Element gewidmet ist. Dass man nochmal gegen jedes Element kämpfen muss. Aber gut, man weiß es nicht. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns weiter im letzten Gebiet fortbewegen. Bis dann und auf Wiedersehen.